Hallo, willkommen zu der neuen Live-Runde. Es gab gerade einen Patch, ja, ich muss mich nochmal einsehen, genau. Gigantisch groß, alles verändert. Naja, geht so. Genau, also der neue große, die große Einheit, ich glaube, die soll 800 kosten, die ursprünglich mal irgendwo geschrieben, kommt nächste Woche. Und Marksman hat einen Nerf erfahren, schießt langsamer, so würde ich das verstehen. Und der Vulcan hat jetzt seinen kleinen 100. Nerf gefühlt in Folge erfahren. Ist ja diesmal ein bisschen kleiner ausgefallen als die anderen Nerfs. Genau, und hier der Best Partner ist ja eigentlich auch nichts anderes als der Marksman. Also Marksman-Vulcan-Kombinationen wurden jetzt ein bisschen geschwächt. War wohl zu gut gewesen. Und ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Teufel auch, das ist ja deutsch gewesen. Entschuldigung, du, ich will dich nicht wegklicken, aber warum habe ich deutsche Version? So, da sind wir wieder. Tut mir leid. Der hat das halt resettet wegen dem Patch, vermute ich mal. Ich weiß noch nicht wieso. Genau, jetzt rennen wir den Speck. Du, 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 du. Ja, ich bin mal gespannt, wenn diese neue Einheit kommt. Die fügt ja im Prinzip eine Super Late Game Einheit hinzu, ne? So war mein Verständnis. Also, man könnte ja argumentieren, dass es Tier 1 bis 3 jetzt gibt im Moment. Und wir hier jetzt eine ja, Tier 4 bekommen, ne? Wenn ihr so wollt. Mal sehen, wie das Spiel verändert. Ja, ich habe heute Morgen noch mal ein paar Spiele gemacht, nicht konservativ gespielt und auch nicht gut auf die Fresse bekommen, leider. Also wieder zurück zu konservativ. Die haben wieder die Bildchen angemacht, deswegen das irritiert mich die ganze Zeit gerade. Da gibt es manchmal ganz komische Bildchen, deswegen mache ich die mal aus. Genau, Klassiker. Reinlaufen, hämmern. So, ansonsten Luftwaffe. Also Marksmans gegen beides gut und da packe ich die jetzt noch dabei. Das passt ja auch so ein bisschen in mein Credo. Ja, wenn die Satelliten hier einschlagen, sind die mit tot, wenn ich die hier hinstelle. Das wäre eine Katastrophe. Machen wir das so. Das sollten die überleben, weil der überholt ja. Oh, Backe. Ja, bei weniger Single-Target-Schaden und auch weniger Anti-Crawler und weniger Crawler und oh, hier ist es Maria. Ich habe eigentlich mehr Crawler, aber die sterben schneller. Finde ich gut, dass der eine komprimiert in die Mitte gefahren ist. Man weiß ja nie, wo die Jungs das aufstellen daher. Und ich habe die Panzer schon aggressiv nach vorne gestellt, um das bisschen auszugleichen. Hat auch nicht geklappt. Ich muss das noch umstellen, ne? Wo kann man die Bildchen ausmachen? Ich habe einen neuen Tee, der schmeckt aber. Steam Player Avatar. Keine Ahnung, einfach weg damit. Ja, will man das umstellen? Ich glaube, dass das immer stark ist und braucht im Moment keinen Schaden. Weil der macht ja eigentlich nichts im Moment hier, oder? Könnte mal gucken, dass er gegen den ein bisschen hilft. Aber da kann ich lieber von der Seite nochmal einen dazu schieben. Wahrscheinlich sogar würde ich da oben viel mehr erreichen, wenn ich den hier einfach die ganze Zeit als Ablenkung da rein packe. Hat ja die ganze Zeit beschäftigt. Machen wir das mal so. So, was hat denn jetzt eigentlich nicht so gut geklappt? Das war das eine. Ja, die kleinen Viecher wegholen, ne? Also ich bin immer noch ein Freund davon. Das hier mit zu unterstützen, die ganze Geschichte. Den Crawler töten. Ich glaube nicht, dass die Panzer das in dem Umfang machen, der mir gefällt. Und dann eben die Jungs auch abknallen. Punkte über. Das ist ja Cost Control, ne? Tausend 1600.
Alles ein One-Shot. Da ist nichts zu holen. Ich habe 200 Punkte. Jetzt ist erstmal die Zeit vorbei. Hab ja schon gekauft den einen extra. Mehr kann ich glaube ich nicht machen. Oh, dieser neue Tee, ey. Ich muss mal gucken, ob ich den anders aufbrühen muss. Unsterblichkeitstee nennt sich das. Ja. Soll man nie wieder sterben. Und ich mache hier den Long Run, ihr wisst schon. Irgendwann werde ich dann so gut in dem Spiel, wenn ich noch Zeit habe, dass ich aufräume. Aber bei den Göttern schmeckt der scheiße. Das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich damit mein Leben verlängern möchte. Vielleicht kürzer aufbrühen. Die haben davor gewarnt, zu lange zu brühen. Gibt wohl in China so einen Bereich, wo die den Tee dauernd trinken und dann leben die ein bisschen länger. Und irgendwas muss man ja trinken. Aber das will ich mir wirklich nochmal überlegen. Ist auch die Frage, wie man lebt ein bisschen. So, er hat hier Schaden gemacht. Also ich vermute mal, dass er auch Flammenwerfer damit gegen könnte mit dem Item. Ja, wir müssen auf jeden Fall das nachher upgraden. Wir können jetzt auch den Flammenwerfer erstmal zwei Runden smoken. Das ist immer wirklich ganz nice. Also wird ja irgendwo hier vorne auftauchen, sicher nicht in der Flanke, ne? Und warum soll er das jetzt schilden? Da kriege ich doch was raus. Ja, das war die Ablenkung da oben. Auf die andere Seite ablenken lohnt sich wahrscheinlich nicht, ne? Ich hole den jetzt einfach wieder weg. Wollte nur mal ärgern. Also ich mache es erstmal mit dem Marksman mal weiter und guck mal, wie sich das entwickelt. So unendlich viel Geld, ne? Mit dich aufstellen kann gefährlich sein. Sollen wir das mit dem Schild mal riskieren? Ich glaube, ich mache es erstmal Reichweite. Wir haben die Dinger ja. Und hier ticken lasse. Also hat sich schon gelohnt. Er hat jetzt zwei Sachen, ne, die er in einem Kampf später teilnehmen. Ne, normalerweise würde man die hier hinstellen, dann würden die jetzt hier die Crawler mit töten. Das machen sie jetzt nicht. Und ob er zwischen dem und dem einen Arklet nochmal einen hinstellt, das bezweifle ich, das machen die meisten auch nicht. Und der hat das, glaube ich, ganz gut sich bezahlt gemacht. Das sind wirklich nur noch Kleinigkeiten, ne, die beiden Arklets, die jetzt fehl am Platze sind. Aber diese Kleinigkeiten, also das sind halt keine Kleinigkeiten. Dass halt der Schneeball immer größer wird dann während eines Kampfes. Leckerer Tee. Okay, so. Arclights verbessern, weiß ich nicht. Der macht ganz viele von denen. Ich vermute mal, dass gleich der Vulcan dazukommt. Obwohl die Arclight-Spam dabei dann komisch wäre. Very much komisch. Weiß noch nicht, wo seine Reise hingeht. Also ich mache jetzt einfach hier weiter, bis eine Bedrohung kommt, auf die ich reagieren muss. Sonst gewinne ich ja jede Runde ein bisschen was. Im Schutzschild muss ich halt auch mal gucken, ob sich das lohnt. Ja, umstellen ist eigentlich auch nicht angesagt. Level 2 kann man tatsächlich machen, weil es noch Level 1 ist. Geld über, aber ich kann ja nicht mehr kaufen, ne? Ja, dann den Arclights das geben, damit die einfach schneller das Kleinvieh wegräumen. Das kann man eigentlich immer gebrauchen, aber wenn es noch ganz wenig nur auf dem Feld ist. Da ist er. Welche Überraschung. Ja, Damage, Schutzschild. Aber ich habe ja jetzt Marksmen, die schon teilweise gelevelt haben. Die drei. Jawohl, am besten nebeneinander stellen, damit der Timeschuss alle tötet. Kann sich mal einer da drum kümmern? Ich vermute mal, dass die Panzer da geholfen hätten normalerweise, weil das war jetzt nicht optimal. Die drei Marksmen hätte ich sicher gebraucht, damit sie ja alles wegräumen. Das war so eine Schlüsselsache. Das, der eine Crawler da. Da müssen wir gleich mal die Arclights dabei packen. Also das darf nicht nochmal passieren. Also die drei hätten sich ja rumballern müssen.
Bei den Göttern schmeckt ja scheiße der Tee. Kommt an den Geschmack nicht vorbei. Vielleicht mal was zum Kauen holen. Improved. Kann man natürlich da drauf hämmern, die Raketen. Aber ich bin ja schon mal im Marksman, also von da bleibe ich da auch in dem Teil. Ja, also da brauchen wir sicher nicht unendlich viel. Der hat Level 2. Ich würde die eh mit Level holen. Einen noch für die Mitte. Und dann den Rest ballern lassen. Ja, mit dem Schild. Vielleicht habe ich ja Glück und der überlebt den Satellit. Dann kann er den Flammenwerfer ein bisschen abhalten. Das ist ja kein Schaden an dem. Das nehme ich gerne. Wenn es denn klappt. Ansonsten wieder Geld über. Mehr Schaden, ne? Ich weiß nicht. Habe ich nicht gerade einen Arclight für die Mitte gekauft? Habe ich ihn gerade falsch hingestellt? Genau. Das sollte nämlich ein Arclight sein. Aber wird nicht jünger. Okay. Jetzt stimmt die Geschichte schon eher. Da ist schon wieder Geld über. Flammenwerfer ein bisschen abhalten. Viel Schaden kommt da vorne ja nicht raus. Gucken wir mal. Naja, der will immer ausschalten, weil er Angst hat, dass sein Flammenwerfer sonst beschäftigt ist. Wespen sind dabei. Modelltank, ne? In der Luft ist das, glaube ich, keine Überraschung. Oh, go, Jungs! Und tot. Also ich überlege jetzt gerade, ob ich vielleicht mit einem Crawler und Beacon durch die Mitte fahren kann, um die Dinger zu beschäftigen, weil da kein Flammenwerfer ist. An denen vorbei quasi. Da war auch, glaube ich, kein Arclight gerade, ne? Und dann muss ich natürlich den Wespenspam gleich mal in den Griff kriegen. Er kann ja mehr holen, er kann ein Schild dazu holen. Also da kommen wir nicht drum herum, wahrscheinlich einen Mustang zu holen, auf links und rechts, damit die alle Wespen gleichzeitig runterholen. Das sie, glaube ich, nicht verhindern. Sehr eklig. Muss das sein? Waren sogar 4 Wespen. Unendlich viele wären es jetzt. Unendlich viele. So, Level nehme ich. Ja, also wie gesagt, Mustangs. Ich würde gerne den Crawler durch die Mitte ziehen, ehrlich gesagt. Ich mache das jetzt auch. Beacon. Muss mal gucken, dass sie nicht zu früh reingehen. Ne? Es reicht ja, wenn die in zweiter Reihe töten, damit die nicht am Flammenwerfer jetzt hier sterben. Haben immer die freudige Angewohnheit, sowas zu machen. So. Der da, der muss sterben, bevor das funktioniert. Okay. Jetzt könnt ihr gleich zusammen da reinlaufen. Ich habe halt jetzt leider nicht gesehen, wann der tot ist. Aber ich will halt in die Backline da oben. Nicht, dass sie ne, von da nach links und rechts abbiegen in die Flammenstöße. Bis dahin ist der hoffentlich tot. Ich hoffe, ich habe das richtig eingeschätzt. Man weiß es halt nicht, ne? Aber das ist zumindest, warum ich das da hinstelle jetzt. 2 Schilde habe ich auch verloren. Das ist natürlich sehr dumm. Reichweite ist immer gut. Hat er geholt? Raketen hat er geholt. Feuerraketen. Natürlich übel. Und ein Flammenwerfer in der Mitte, wo ich jetzt rein donner. Also ich brauche jetzt Reichweite gleich für die Wespen. Und diese Raketen, ihr könnt die halt mit den Gatling-Geschützen eigentlich so gut wie gar nicht aufhalten. Ne? Also 2 Gatling-Geschütze tun, glaube ich, einen Vulkan-Raketen-Spam aufhalten nur. Und das ist einfach zu teuer. Also wenn, dann schilden wir die ersten. Oder machen halt Flanken, damit die an den Seiten die Raketen in die falsche Ecke gehen. Ne? Vielleicht sogar in die eigenen Reihen. Aber dass er das Mitte jetzt zugemacht hat, das verzeihe ich ihm nicht. Das wäre so toll geworden. Dann sind die zumindest beschäftigt, wenn ich das mache. Aber mehr Range ist, glaube ich, zu juicy, um es zu ignorieren. Hm?
Ja, die Zone kriegen wir die Raketen ab, wir kriegen den Smoke ab, also eine Reihe von Schilden. Wäre wahrscheinlich nicht der schlechteste Call. Vielleicht sogar noch einen da links. So. Ja, also offensichtlich ist das ja ein Flugspam hoch 3, ne? Jetzt machen wir das, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Lässt sich nicht dran vorbeirütteln. Wie gesagt, die Raketen abfangen, das wird eigentlich sehr, sehr schwer nur möglich. Wenn ich jetzt zwei davon hinstelle, kriege ich vielleicht von einem die abgefangen. Da lasse ich lieber die Marksmen links und rechts dran vorbeiballern. Zeit. Wenn ich den hier hinstelle, gehen die Raketen zumindest in die Seite. 16 Sekunden. Muss ja gucken, dass der nicht näher ist. Laut der Anzeige ist der näher als hier. Ich glaube es irgendwie nicht. War auch nicht so. Dann wäre vielleicht auch ein Schild gegangen, aber dann wäre zumindest das hier damit angezündet. Passiert jetzt vielleicht immer noch, aber vielleicht auch bis dahin tot. Mal überraschen lassen. Letztes Mal haben, glaube ich, Schilde bekommen. Genau, zweite Salve kam nicht raus. Das können wir links wahrscheinlich wiederholen, aber links hat er ja länger überlebt. Dann müsste ich da mehr Marksman aufstellen. Wir hätten da eine Öllache hingelegt, Mann, da kann man ja ausrutschen. Die Marksman alle gleichzeitig, bam bam. Die Phoenix haben sich ein bisschen vermehrt, oder? Ich muss jetzt gleich mal Elite ausgeben, um den Reichweitenvorteil auszubauen. 160 gegen 192. Ich habe den eigentlich jetzt schon genug, oder? Aber da sterben die Dicken früher. Trotzdem, drei Schilder haben mich die Runde gekostet. Ah, ist vorbei. Auf der anderen Seite bin ich ja auch Cost Control, ne? Also, das ist ja der Vorteil von Cost Control. Okay, Moment, ich muss das mit dem Tee klären. So, bin wieder da. Ich weiß jetzt, wie der Tee funktioniert. Der schmeckt so eklig, dass ihr euch danach einfach ein Stück Obst reinpfeift, um den Geschmack rauszukriegen. Das heißt, das Obst hält euch am Leben länger wahrscheinlich oder so. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum der liebe Gott eigentlich alle leckeren Nahrungsmittel ungesund gemacht hat? Ich meine, er hat ja auch Sahnetorte und Marzipan zu Nahrungsmitteln machen können, die euer Leben verlängern oder irgend sowas, Vitamine und alles drin. Aber nee, nee. Alles, was gesund ist, schmeckt scheiße anscheinend. Bestimmt eine Strafe. Bestimmt dieser Adam und Eva schuld gewesen, weil die den Apfel wollten. So. Cost Control nochmal. An dem Mustang vorbei. Boah, wenn es geht an dem Mustang. Oh, ne, Stibor will ich auch vorbei. Boah, ist das eine Scheiße hier. Aber machen wir das da. So, Tobi. Tobi schreit schon nach Artillerie. Let's go. Nee, wir müssen wieder konservativ spielen. Ich kann die ja trotzdem ein bisschen weiter vorne hinstellen. Also, das tut dem doch jetzt keinen Abbruch, oder? So ist doch hier sicher, die Artillerie, die hier steht. Sicherer geht es eigentlich gar nicht. Muss man nur dran glauben, dann geht das schon. So, ist alles safe. Packen wir noch eine hin. Es wird wieder so ein Spiel, wo. Also, es macht ja Sinn, ja? Es ist ja nicht so, dass man jetzt hier eine Trolle. Weil die stehen gleich alle hier in diesem Bereich irgendwo. Die sind alle langsam, die kriegen direkt eine Rakete in die Fresse. Ja, da muss ich nicht warten, bis ein Crawler an die vorbeizieht und dann schießt die Rakete daneben oder so. Die kommt früher in die Headquarter. Ist rational. Und daran, dass ich das von mir selbst rechtfertige, sieht man schon, dass es auf jeden Fall falsch ist. Aber was spricht jetzt dagegen, wenn man drüber nachdenkt? Ist mal ehrlich, sieht doch super aus. Und zu und durch. Interessanter Split. Da. Wundervolles Massaker. Alle Panzer weg. Ne, zwei dem noch. Also nur zwei erwischt, aber hey. Ah, was dagegen spricht, sind die Crawler eventuell. Ich pumpe da einfach jetzt alles in die Mitte. Ich meine, die Flanke ist sowieso nie geschützt, auch wenn ihr weiter hinten steht. Das ist immer eine Illusion, ne?
Zumal ihr dann auch abgelenkt werden könntet, also von der Flanke, was ihr ja auch nicht immer wollt. Schieß! Danke. Da ich den anderen. Beidseitig. Das ist immer die Frage, wo der herauskommt, ne? Deployment wäre natürlich auch gut. Ich würde es gerne, weil ich diese Runde sonst abgebe, wahrscheinlich an den gegnerischen Crawler-Spam hier hinten. Ne? Macht er mit Sicherheit, wenn ich da stehe. Aber wenn ich das nehme, ist ja auch nicht sicher, weil ich den hier hinpacke und die spawnen hier oder hier. Das klappt ja trotzdem nicht. Ne? Und langfristig kriege ich halt hier eine ganze Menge raus. Das ist natürlich auch immer super nice. Also das sind eigentlich alle schwer geile Sachen, diese Runde. Aber ich komme ohne Reichweite aus, weil die auf mich zulaufen schnell. Also ich nehme lieber das hier. Wir machen mal einen Crawler-Spam da vorne dran. Eigentlich nicht. Egal, wir machen das jetzt eher auf die Presse. So, wird das zugemacht. Dann weiß er gleich auch nicht, was er hinkommt. Wenn die nochmal durchlaufen, gibt es hier Feuersupport von hinten. Da passt dann keiner mehr rein. Da kriegt er noch was reingequetscht, ne? Da gibt noch jede Runde einen Satellit dann in die Fresse. Mal gucken. Besuch. Kommt nix. Hat auch Deployment genommen. Ja, es war wirklich eine juicy Runde, ne? Da war so viel Schönes bei. Ich glaube tatsächlich, wenn die Karten jetzt angeboten werden und nicht genommen wurden, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die in den nächsten Runden wiederkommt. Also von daher, zumindest ist immer mein persönlicher Eindruck, ich habe es noch nicht gemessen. Könnte man da nochmal gucken. Ich überlege gleich, Rage für die zu vergeben. Reichweite so brauche ich ja nicht, damit die das Kleinvieh schneller wegräumen, damit die Raketen effektiver werden. Gegen die Panzer hilft eigentlich gar nichts, da muss die Rakete rein, aber deswegen eben das Kleinvieh besser wegräumen, ne? Und mit dem Rage kriege ich eigentlich die Crawler ganz schnell tot. Geht das hier wieder los, das Spielchen? Stirb! Geht doch. Für sowas lohnt sich manchmal auch, vielleicht so einen einzelnen Schotter zu haben, ne? Damit nicht alle Raketen immer in den falschen gehen, dass auch mal Kleinvieh getötet wird. Sieg, Sieg! Also wenn die Crawler gut abschneiden, die Defense gut abschneiden im Early Game, das ist immer nett. Jetzt die Panzer-Buff-Karte und dann gehe ich mir die Kugel. Vielleicht macht er einen Rage gleich, mal gucken. Elite-Fang, Redeployment, Shield. Ja, Shield ist auch ganz nice. Können wir auch was mitmachen. Genau, wir machen jetzt erstmal hier den Rage. Wie gesagt, mit den Seiten müssen wir gleich mal gucken. Gerne mal von den Seiten in die Marksman laufen. Bisschen Abstand von dem nehmen. Dann gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Wir können auch gerne mal hier eine extra Flanke aufmachen. Hoppala. Stell dich da auf. Ja, ich hätte zwar gerne den Level vergeben, aber mit dem ganzen Spam, den ich mache, geht das ja gar nicht. Ja, ja, jetzt gibt es ein Massaker. Dann macht er vielleicht das noch hinterher. Also wir müssen uns nächste Runde um die Schilde kümmern, was ja auch dazu gehört, ne? Also das ist, ich wollte es eigentlich gar nicht machen mit den Fängs, weil es so gut geklappt hat, habe ich es jetzt ausgebaut hart. Und da muss da jetzt ein Schild rein. Muss mal gucken, ob es der Hacker wird oder der Ding, ne? Der Fortress. Fortress hat Preis-Leistung das bessere Schild, aber dafür ist natürlich, ne, hier ein dickes und da gar keins. Genau, also die sterben jetzt zu schnell, die Freunde. Und dann machen die Raketen nichts und dann werden die Panzer über. Also vielleicht bin ich mit dem Fortress am besten bedient, ne? Dicke Schild und dann schießen wir die Panzer noch tot, wenn die überbleiben. Das tankt sowieso ein bisschen, bla bla. Gucken wir mal. Weil gegen die Mustangs brauche ich eher das Schild. Also stellt euch vor, der würde die Mustangs jetzt verdoppeln. Dann würde mir der Hacker sehr wenig bringen. Natürlich ein Mustang hacken. Kann ich mir selbst die Hand schütteln danach. Obwohl das jetzt schon mir Angst einjagt, wenn er so ad hoc so ein bisschen ist mit dem Fang-Spam. Acid. Klar, lass mal machen. Ja, müssen wir wohl jetzt auch Schilde kaufen, ne? Aber wenn ich den jetzt hier hole, sind wir 500, da habe ich einen, habe ich immer noch kein Schild. Also ich muss noch eine Runde ohne Schild spielen. Wenn ich jetzt Schilde ausgebe, sterben die trotzdem. Wenn ich das aber nicht schilde, dann wird das Asset hier zwei Runden die Adlerie ausschalten. Jesus Maria, ist das eine Scheiße. Ah, na gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir das so irgendwie hinbekommen. Schon mal den Schutz in die Flanke bauen.
Ja, ne, das wäre böse geworden, zwei Runden. Konnte man, glaube ich, nicht ignorieren. Aber die Schilde jetzt kaputt gehen, ich vielleicht trotzdem die Runde abgebe. Aber gucken, er hat nicht geschildert. Mein Sturm räumt eventuell gut in der Backline auf. Aber jetzt kommen die Crawler da reingelaufen. Ja. Naja, also die Fangs brauchen halt die Schilde, sonst funktionieren die nicht. Also normalerweise ist Fangs an die Frontstellen in No-No-No-No-No-Go, weil der Crawler gegen den Fangs als Leistung halt gewinnt, ne? Ist recht, wenn der halt eben noch besser, wenn er halt vor ihm steht, nicht auf ihn zulaufen muss. Die Schilde tatsächlich haben das jetzt gewonnen, die Runde, ne? Nochmal ein Argument mehr, die Fortis mit Schilden zu holen, gar keine Frage. Ich habe aber auch 40% verbesserte Schilde. So, ich habe jetzt rechts nicht geguckt, hast du da ein Mustang hingepackt? Ja. Trotzdem gelevelt. Ein Javelin. Alles ein U-Fall. So, aber jetzt müssen wir das holen. Das können wir, glaube ich, nicht weiter verzögern. Ja, die kleinen Scheißer da. Weiß nicht, ob ich jede Runde so ein Ding da investieren möchte. Also ich weiß es schon, ich möchte es eigentlich nicht. Ab nächster Runde kann ich die Schilde hochziehen. Das machen wir dann auch. Und dann müssen wir über die Feuerraketen sprechen. Oder halt einfach, weil die auf mich zustürmen, Feuerrate. Zu viele Investments gleichzeitig, die ich ganz gerne hätte. Ja, da rechts ist nicht besonders gut, dass jede Runde an dem Störer levelt er auf. Die Schilde brechen. Aber nächste Runde gibt es hier umsonst. Fällt auch den Heal. Ist die Frage, wer mehr Schaden macht. Ja, hol dir mal eine erwachsene Kanone, mein Freund. Ja, kannst du bitte mal verrecken, die Firma, danke. Das ist eine Arbeit. 74.000 Schaden. Und jetzt geht er wieder 100%. Schön ist halt, dass der jetzt auch den Dings freigeschaltet hat, der Gegner. Den dicken, weil dann wird er wahrscheinlich eher nicht den Melting Point freischalten, ne? Weil er doch ein sehr hohes Investment dazu wäre. Da muss man auch ein bisschen kosteneffizient denken. Er hat ja auch die Schilde schon vergeben. Ja, Schilde kaputt haben wir 50. Das wäre ja auch immer nice, aber ich hol's ja nur für die Schilde. Das wird dadurch nicht besser. Also hau ich ihm seine kaputt. Und jetzt verbessern wir meine. Passt da noch einer zwischen? Eh nicht, ne? Egal, packen wir den da hin. So. Und jetzt bei der Artillerie, ich glaube Feuerrate, ne? Sind ja alles vor mir. Was mit dem Feuer hat sich ja Zeit. Dass ich das nicht aufleveln kann, ist natürlich auch dumm, weil eigentlich brauche ich genau den Schaden. Gerade die, die jetzt die ganze Zeit schießt, die sollten wir, glaube ich, schon versuchen reinzunehmen, das Spiel. Los geht das Spielchen. Wer macht mehr Schaden? Genau dessen, dass ich die Feuer in der Artillerie habe, würde ich sagen, meine Seite. Da wird er mehr Schilde. Aber meine Erfahrung ist ja, dass Tankiness immer schlechter ist als Schaden, wenn man die Wahl hat. Ob sich jetzt bewahrheitet, mal sehen. Aber ich würde wirklich immer auf Schaden setzen, wenn ich die Wahl zwischen den beiden habe. Und das glaube ich jetzt, was wir hier sehen. Ich habe den Schaden und er hat die Tankiness gehabt. Die dummen Crawler da unten, das kann ja wohl nicht sein, ne? So, Tobi, ich hoffe, wir haben eine finale Runde. Nichts Persönliches. Lightning Sturm, ja. Sind ja alle hinter ihren Schilden, ne? Auf der anderen Seite gehen die auch sehr schnell kaputt, die Schilde. Dann gehen die alle tot. Meine Seiten stimmen noch. Ja, wegen dem Upgrade. Also dass die kleinen Crawler da jedes Mal durchkommen, ich weiß nicht, ob ich da viel von halte.
Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich glaube mal, dass die sich noch rentieren können, die Dinger. Die scheinen ja jede Runde irgendwie durchzukommen. Muss ja wirklich nicht sein, wenn es irgendwie geht. Reichweite noch nicht mal nötig. Eine schöne Artillerie dazu. Hätte eigentlich gerne die Raketen weiter vorne, ne? Aber das wäre jetzt übertrieben. Oh, die große Flanke. Da reicht der eine Satellit, glaube ich nicht. Ist aber auch schwer gegen zu verteidigen, muss man sagen, ne? Aber wollt ihr auch gegen so eine Flanke, ja? Da reicht doch der einzelne Trupp nichts. Ich würde nur hoffen, dass ihr das Porten so lange dauert, dass der Effekt erst eintritt, wenn die gegnerische Front sich verabschiedet. Zumindest nur eine Seite, also da sind es nur ein paar Sekunden. Unendlich viele Türme gegen die Raketen. Jetzt machen sie wieder Schaden. Aber kein Luftabwehr mehr, also die 800 gehen durch. Habe ich sogar verloren, ne? Weil da 5 Giants nachher überbleiben. So, der kann die jetzt wegporten und das ist durchaus ein Problem. Das, meine Freunde, war eine richtige Flanke. Okay. Naja, die ganze Schildreihe auf jeden Fall ausschalten, wenn es irgend geht. 3 Stück. Gucken, ob ich meine nicht aus Versehen treffe. Ja, was macht man jetzt dagegen? Ne? Wie gesagt, die können jetzt überall erscheinen. Das ist halt so. Keine Ahnung. Gegenflanke. Das ist auch immer nicht immer ganz so einfach, muss man sagen. Ist halt einfach nicht angenehm, dass die überall sein können. Dann müsste man jetzt noch ein Schild eigentlich ausgeben. Also, es klappt vorne und hinten nicht so gut. Da geblieben. Na, vielleicht hätte sie ja lange nicht auf. Fällt im Late Game dann doch sehr angreifbar wohl gewesen. Und das hat natürlich unendlich viele Anti-Raketentürme dazu. So, jetzt kommen sie langsam. Leider Asset über mir stehen. Ich glaube, ich habe verloren. Also die Flanke hat es wirklich kaputt gemacht. Und wie gesagt, ich konnte ja nicht alles da an die Ecke stellen, weil er hätte einfach nach links porten können und dann wäre das gleiche Spieler gewesen. Also das war wirklich mal eine der absolut wenigen Runden, wo die Flanke nicht mehr konterbar war. Im Prinzip Schachmatt. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man das so nicht aufstellen sollte am Schluss, ne? Ganz nice. Also die zu kontern ist kein Problem, aber nicht, wenn die auf einmal überall stehen könnte, ne? Könnte ja auch in der Front erscheinen, könnte links erscheinen, wo auch immer. Also das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Na klar, ich hätte den nicht kaufen müssen und dann hätte ich da unten nochmal eine Wespe mehr gehabt oder so, aber das hätte halt den Unterschied nicht gemacht dagegen. Als ich mich hier hingestellt habe, war es wahrscheinlich Schachmatt, weil die konnten ja nicht abgelenkt werden. Meine Einheiten zwar, aber ich hatte dafür auch keinen Support. Also wenn ich jetzt hier oben geportet hätte, hätte er den ganzen Support gehabt, den er umsonst hingestellt hat, die Runde davor. Ne? Also ich hätte halt eine Runde früher gewinnen müssen, was ja durchaus im Bereich des Möglichen war. Und danach war Schachmatt gewesen. Das muss man sich, glaube ich, ein bisschen bewusster machen, obwohl ich auch nicht weiß, was ich anders hätte machen können. Ich habe ja den Finisher gemacht, ne, mit dem Kredit aufnehmen. Also wunderbare Flanke, hat er gut gemacht, Kompliment. War auch sicher schön, jetzt gerade eben mit der Gülle gewesen, ne? Dass er das einfach mit dem Ding ausgeschaltet hat und dann die Gülle da durchgekippt. Das war sicher auch nicht schlecht. Sehr ärgerlich. Ich glaube schon, das hätte sonst klappen können. Aber muss aber auch sagen, dieser Fangspam, den ich spontan gemacht habe, der war vorne und hinten sein Geld nicht wert.
Das war eine spontane Idee und man sieht eindeutig die Schwäche. Die billigen Crawler waren besser als die teuren Fangs, ja. Also die waren teurer, weil ein Level-Up und dieses Upgrade, die haben ja keins und trotzdem haben die einen besseren Job gemacht als die Fangs. Also die waren eine gigantische Katastrophe, vorne hinzustellen. Man kann sie vorne nicht hinstellen, ist wirklich die absolute Grundregel. Die habe ich gebrochen und dann auch die Fresse bekommen. Ja, sehr schade. Ja, das mit der Flanke, man müsste wahrscheinlich sich überlegen, wenn man das so macht, dass man das wirklich gezwungen irgendwie früher beendet, das Spiel. Ansonsten kann man die ja nicht mehr schützen. Oder da unten halt irgendwas hinstellt, was so schnell nach vorne kommt, dass es noch hilft. Also vielleicht hätte ich hier wirklich versuchen sollen, aber dann eine Runde bevor die schon gekommen sind, hinten einen Phoenix-Spam hochzuziehen, der dann schnell genug kommt zum Wirken und gleichzeitig die Flanke abdeckt. Ne? Nette Runde. So, die Punkte sind weg. Und ich freue mich jetzt mit meinem Tee an. Bis dann, ciao, ciao.